Dies sind die verrücktesten Achterbahnen, die so auf jeden Fall verboten werden müssten. Aber schaut das Video unbedingt ganz bis zum Schluss, um zu sehen, was passiert, als diese eine Person mit einer verbotenen Achterbahn fährt. Und zuallererst haben wir diesen Mann hier, dem sein Handy während der Achterbahnfahrt einfach runterfällt. Aber zum Glück findet er es später wieder. Dieser fiese Mann spielt den Leuten auf der Achterbahn einfach einen Streich, indem er sagt, er habe eine Schraube gefunden, die sich aus ihrem Sitz gelöst hat. Dieser Streich ist wirklich grausam und du darfst die Reaktion der Menschen am Ende auf keinen Fall verpassen. Das ist genau derselbe Streich, aber dieses Mal auf eine Art Schleuderfahrt. Wie würdest du in diesem Moment reagieren? Schreib es runter in die Kommentare. Dieser Mann wachte immer während den allerschlimmsten Stellen auf. Abonniere und like, um diesen süßen Hund glücklich zu machen. Als nächstes haben wir eine sehr, sehr gefährliche Katapultfahrt und dort ist einfach ein Band, ich sag mal, noch in einem sehr, sehr guten Moment gerissen. Denn wir werden uns alle sicher sein, dass es in einem sehr, sehr schlechteren Moment hätte passieren können. Glücklicherweise wurde echt niemand verletzt, aber schaut am besten selbst, wie knapp das Ganze war. Das hier ist die schnellste Achterbahnfahrt auf der ganzen Welt. Die Höchstgeschwindigkeit geht bis zu 200 km/h. Man muss sogar bei der Fahrt Schutzbrille tragen, aber schaut mal, wie entspannt einfach diese zwei Männer hier aussehen, als sie diese Achterbahn gefahren sind. Als nächstes kommt ein Fahrgeschäft, das sich echt super schnell dreht. Und dieser Junge wird ohnmächtig, als er an die Decke des Fahrgeschäfts schaut und feststellt, wie schnell sie sich tatsächlich drehen. Der Junge wurde zum Glück nicht verletzt. Dieses Video zeigt einen Moment, in dem ein junges Mädchen von einer fliegenden Möwe im Gesicht getroffen wurde. Glücklicherweise wurde in diesem Fall wirklich keiner verletzt, aber der schockierte Gesichtsausdruck sagt wirklich alles. Diese beiden Typen haben die Gondel dazu gebracht, sich unkontrolliert zu drehen und am Ende ist sie sogar kaputt gegangen. Das ist echt super schockierend und beweist einfach, warum Fahrten nicht für Erwachsene gedacht sind. Und ich finde das auf jeden Fall eine richtig dumme Aktion gewesen und ich frage mich auch wirklich, ob sie dafür aus dem Freizeitpark rausgeworfen wurden. Oh mein Gott!
Fahrt muss für diesen Typen zu schnell gewesen sein. Ihr werdet es gleich bemerken, denn er hat einfach mitten in der Fahrt mit seiner Freundin Schluss gemacht, okay? Das ist richtig krass, das müsst ihr einfach sehen, deswegen bleibt jetzt unbedingt nochmal dran. Wie ihr sehen könnt, hatte ihr gerade einfach gesagt, dass er Schluss machen will. Und wir sehen alle, sie war darüber natürlich total schockiert. Ich weiß jetzt nicht, ob sie sich deswegen wirklich getrennt haben, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr lustiger und unterhaltsamer Clip. Beim nächsten Fahrgeschäft haben wir einen sehr, sehr beängstigenden Moment, als ein kleines Kind mit seiner Mutter auf eine Schleuderfahrt geht und herunterrutschte. Ich weiß wirklich nicht, ob er groß genug für diese Achterbahn gewesen ist, aber es sieht aus, als würde er rausrutschen. Also musste seine Mutter eingreifen und ihn direkt festhalten. Das hier ist einfach super verrückt und das musst du gesehen haben. Dieser Mann ging ganz normal auf eine Achterbahn und er hatte vermutlich nicht gewusst, wie schnell die Achterbahn tatsächlich fährt. In ein paar Sekunden seht ihr nämlich, was während der Fahrt mit ihm passiert. Wie ihr sehen könnt, wird er am Ende sogar ohnmächtig. Wahrscheinlich steht sein Körper unter Schock. Aber lasst mich jetzt mal unten in den Kommentaren wissen, was ihr dazu denkt. Und zum Schluss haben wir ein Kind, das anscheinend eine verbotene Achterbahn gefahren ist. Aber wie konnte er überhaupt einsteigen und hochfahren? Das hier ist ein seltener Schnappschuss von der Spitze der Achterbahn. Aber zum Glück waren die Sitze vollkommen in Ordnung, er war sicher und niemand wurde behindert und verletzt. Diese arme Frau war in einem Haifischbecken schwimmen und auf einmal wurde sie von einem Hai gejagt und konnte einfach nicht mehr entkommen. Klicke jetzt auf das Video, um zu erfahren, was mit ihr passiert ist.